Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Fuma. Bei mir gibt es Tipps, Tricks und Guides, wie auch den Blatin Guide und für euch da draußen auch den Blatin Livestream hier auf YouTube. Heute dreht sich alles um den DLC Phantom Liberty von Cyberpunk 2077. Checkt gerne auch dieses Video aus. Das war das letzte, was ich dazu gemacht habe. Und damit ihr gar nichts mehr verpasst, würde ich mich mega über ein Abo freuen. Und natürlich checkt gern auch dieses Video aus. Das ist Content zu einem anderen Blockbuster auf meinem Kanal. Und bis dahin sage ich wie immer, bleibt gesund, Semper Fi und let's do it. Lassen wir es krachen. This is the future. Revolution. This is the future. Herzlich willkommen zu meinem kleinen Video Cyberpunk 2077 und dem kommenden Story-DLC Phantom Liberty. Hier fasse ich für euch kurz und knapp zusammen in ein paar Details, auf welche Veränderungen ihr euch einstellen könnt. Das betrifft nicht nur den neuen Map-Abschnitt Dogtown, sondern gesamt Night Cities. Alle Informationen, die ich zusammengetragen habe, stammen schon aus der Demo, die ihr dann während der Gamescom, ich glaube vom 23. bis zum 27. in Köln auch spielen könnt. Wichtig dabei zu beachten ist, dass auch alle Informationen immer noch im Hinterkopf zu behalten ist, Work in Progress. Das heißt, das Spiel unterzieht sich noch einigen Veränderungen. Beginnen wir mal mit neuen Gebieten. Pacifica, müsstet ihr kennen, wird mit Dogtown um einen neuen Stadtteil erweitert. Die Orbital Airbase soll nun auch zugänglich sein und damit auch ein neues Gebiet geben. Über die Größe der Orbital Airbase, das heißt also, was wir genau dort auch anstellen können, ist leider auch noch nichts bekannt. Dann schauen wir mal zu den Badlands. Die Badlands bekommen auch neue Straßen, denn die grenzen ja an das neue Gebiet Dogtown. Und in Dogtown spielen wir ja die Story von Phantom Liberty. Auch in Night City gibt es die ein oder andere Veränderung. So haben das die Entwickler gesagt. Das bedeutet, sie werden, um die Immersion zu steigern, auch ein paar Gebietsteile beleben lassen. Wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass es immer wieder intervallweise Events geben wird. Das nächste, das Fahrzeug oder das Fahrzeugsystem. Wir werden nicht nur aus dem Auto schießen können, sondern die Fahrzeuge, einige davon, bekommen auch eine Art von Panzerung, so nenne ich das mal. Diese bestimmt, wann das Fahrzeug anfängt zu brennen und nicht mehr genutzt werden kann. Natürlich sind die teureren Fahrzeuge auch die besser gepanzerten Fahrzeuge. Falls ihr also nicht gleich mit einem kleinen Fliegenschiss auseinanderfliegen wollt, solltet ihr euch ein besser gepanzertes Fahrzeug zulegen. Darüber hinaus ein kleiner, aber wichtiger Hinweis: auf die Reifen zu schießen bringt wohl den größten Erfolg. Manche Fahrzeuge haben auch eine eigene Bewaffnung. Bei bewaffneten Fahrzeugen ist das so, dass die meisten Fahrzeuge, genauso wie der Outlaw GTS, nach vorne in Fahrtrichtung schießen. Das ist besonders nützlich bei einer Verfolgungsjagd. Also, wenn ihr nicht mal der Verfolgte sein wollt, sondern der Verfolger, ist das Auto genau das Richtige für euch, um gerade in Fahrtrichtung schießen zu können. Alle Fahrzeuge wurden grundlegend auch überarbeitet, was das Soundsystem angeht. Das bedeutet, alle Fahrzeuge haben einen neuen Sound erhalten, um auch hier die Immersion zu steigern, wie auch den Veränderungen auf der kompletten Karte, das heißt in komplett Night City. Sie wollen, also die Entwickler wollen, dass wir in Night City einfach viel mehr Action haben und dass viel, viel mehr los ist. Der Kampf aus dem Fahrzeug heraus soll auch aus der Third-Person-Ansicht durchgeführt werden. An den grundlegenden Fahreigenschaften der unterschiedlichsten Modelle, das heißt also der Autos, wurde nichts verändert.
Nun, was soll ich dazu sagen? Dann bleibe ich wohl bei meinem Lieblingsbike von meinem besten Chum Jackie Wells. Noch ein wichtiger Hinweis. Der ehemalige Fixer El Capitano oder El Capitan wird zum zentralen Autohändler. Das heißt also, die anderen Fixer werden euch keine Autos mehr anbieten in Form von Missionen zum Abholen oder Kaufen, sondern El Capitan wird euch Missionen geben, indem ihr euch Autos verdienen könnt. Eine eigene Anpassung der Fahrzeuge wird es leider nicht geben. Das heißt, ihr könnt eure Fahrzeuge nicht so gestalten, auch farblich oder auch vom Aussehen her, wie ihr es wollt. Das gibt es nicht. Die Vorbesteller erhalten das Modell Quadran. Doch es soll auch ein kleines Fahrzeug dazukommen. Wie viele Fahrzeuge neu sind in Cyberpunk Phantom Liberty, ist aktuell auch noch nicht bekannt. Drittens, das Leveln. Für alle, die Wii schon auf Max-Level aufgewertet haben, hier eine gute Nachricht. Mit dem DLC und dem Upgrade, also mit dem Patch, wird das Level-Cap von 70 oder auf 70 erhöht. Viertens, die Attribute. Bisher konnte man ja nur die Perks zurücksetzen. Nun lässt sich aber alles verändern. Das bedeutet, du kannst deinen Wii komplett umskillen und vom, ich sag mal, Rambo zum Netrunner machen. Und da sind wir auch beim nächsten Thema. Fünftens, Cyberware. Nun, wie wir schon wissen, wird es mit dem DLC Phantom Liberty auch eine Ausdauerleiste geben. Das bedeutet, alle Aktionen kosten unserem Held und oder unserer Heldin einfach Ausdauer. Deshalb ist Cyberware auch so unabdingbar wichtig und weitaus wichtiger, wie es noch im Hauptspiel ist. Das bedeutet also, die Ripper Dogs werden noch viel wichtiger. Denn alle Veränderungen, wie zum Beispiel Steigerung der Ausdauer, wie viel Schüsse wie ab kann oder wie viel Schläge wie einstecken kann, hängt nun von den Upgrades der Ripper Dogs ab. Darüber hinaus wird es eine skippbare Animation nach der Einpflanzung der Cyberware geben. Wir sollen dabei ja auch nicht vergessen, dass es sich um eine bestimmte schmerzhafte OP handelt. Die Animation hat den Grund oder die Animationen haben den Grund, auch die Immersion zu steigern. Die Immersion ist die Intensität und das Erleben des Spiels. Sechstens, für alle Romantiker unter euch leider eine schlechte Nachricht. Es werden im DLC keine neuen Romanzen dazukommen, doch die alten werden nicht vergessen und durch Nachrichten und Telefonate am Leben erhalten. Siebtens, der Kampf. Durch das Skillsystem, was sich nun komplett verändern lässt, verändert sich auch der Kampf an sich. Es kommt natürlich auch darauf an, welchen Kampfstil ihr habt. Für alle, die gern rumgeballert haben und Handgranaten gespammt haben, sei eines gesagt. Es wird einen Cooldown für Handgranaten geben. Es ist also nicht mehr möglich, Handgranaten hintereinander wegzuwerfen. Aber trotzdem, 1000 Handgranaten mitzutragen, ist auch schon eine coole Nummer. Das hätte man an dieser Stelle auch verändern können. Da ich selbst im interaktiven Livestream hier auf YouTube einen Netrunner spiele und checkt gerne meinen Livestream dazu aus und auch meine Platin-Guides und Tipps und Tricks, werde ich den Netrunner natürlich auch wieder spielen. Checkt also gerne meinen Kanal aus und seid gerne live mit dabei. Ich lade euch dazu ein, wenn ich Dogtown unsicher oder vielleicht auch sicherer mache. Keine Ahnung, und mal wieder die Welt rette. An alle anderen, die auch lieber den leisen und tödlichen Hacker gespielt haben, wird diese Nachricht freuen. Netrunner können nämlich nun Hacks komplett aktivieren, ohne auf die Bereitschaft warten zu müssen. Alle Hacks werden in einer Liste abgespielt. Somit lassen sich eine super Reihe von Kills machen, wobei man selbst mitten in Night City steht und chinesische Nudeln futtert. Es soll auch einen Netrunner-Boost geben, der für einen gewissen Zeitraum unendlich viel RAM, also Arbeitsspeicher, zur Verfügung stellt. Ich gehe davon aus, dass das mit dem Relic-Chip zu tun hat und mit der Story verbunden ist. Aber wir werden es ja live auf meinem Kanal erleben. Ja, und letztens, Quality of Life-Verbesserung. Das Telefon wurde überarbeitet, das heißt, besser gesagt, die Schnittstelle wurde überarbeitet. Das Telefon funktioniert über die Schnittstelle in drei Teilen. Erstens, letzte Kontakte. Zweitens, Nachrichten. Und drittens, die Kontaktliste
an sich selbst und diesmal endlich in alphabetischer Reihenfolge. Darüber hinaus wurde der Hub auch angepasst und verbessert. Dieser soll nun dynamisch gestaltet sein. Das bedeutet, wie in Witcher 3 geht der Hub aus und ihr seht das komplette Bild in Gesprächen. Er soll sich aber auch individuell anpassen lassen. Die nächste Verbesserung, die Map an sich, das heißt das Bild der Karte von Gesamt Night City, wurde auch überarbeitet. Straßen und Gassen sollen nun besser sichtbar sein. Kleiner Funfact am Rande, es wird keine weiteren Samurai-Titels geben. Doch dafür gibt es 3 neue Radiosender. Was hältst du also nun von den ganzen Veränderungen, die Phantom Liberty in Cyberpunk 2077 mit sich bringt? Lass es mich doch gern wissen in den Kommentaren. Und wenn dir das gefällt, was ich mache, lass mir gern ein Däumchen oben da. Abonnier meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen von... Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Bis dahin sage ich wie immer, bleibt gesund und Semper Fi. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auch eure Meinung ist mir wichtig. Also lasst die Tasten glühen und rein damit in die Kommentare. Mein besonderer Dank geht an meine Kanalmitglieder. Ihr haltet den Laden als Master und Commander hier am Laufen. Danke für eure Treue und euren Support. Semper Fi, euer Fumar.